Moin und herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Mike über die Situation auf Island. Hallo Mike, lange nichts gehört von dir. Island ist gerade wirklich interessant. Und da hätte ich einfach mal ein paar Fragen. Ja, hallo Sven, grüß dich. Ja, schön mal wieder von dir zu hören. Auch wenn der Anlass jetzt nicht gerade positiv ist. Lass uns mal wieder ein bisschen über die aktuelle Situation auf Island reden. Ja, es ist leider alles so eingetroffen, wie wir das jetzt leider auch schon in den Videos vorher schon mal besprochen haben. Wir hatten jetzt zwei Ausbrüche, wo es die Magma bis an die Oberfläche geschafft hat. Und der letzte Aufbruch liegt ja erst ein paar Tage zurück und hat dann auch für die ersten zerstörten drei Häuser gesorgt. Waren sehr emotionale Bilder. Aber wie gesagt, ich bin ja schon damals immer davon ausgegangen, dass Grindavik auf lange Sicht nicht zu retten sein wird. Jetzt muss ich natürlich sagen, Grindavik wird kurzfristig nicht zu retten sein, weil man sieht ja aktuell, was in Grindavik los ist. Und das Ganze ist jetzt erst am Anfang dieser Phase, die eigentlich 2017 begonnen hat. Und wir werden da jetzt auf der Halbinsel, jetzt nicht nur in Grindavik, sondern auf der gesamten Halbinsel, wahrscheinlich in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten mehrere Ausbrüche sehen. Die Halbinsel ist reaktiviert worden 2017. Wir haben das gesehen, dass es dort ständig Bebenschwärme gab. Ich hatte mich damals auch immer gewundert, Mensch, da gibt es so viele, viele Bebenschwärme 2017, 18, 19 und auch extreme Bebenschwärme. Und die waren halt immer tektonisch, aber die Reaktivierung der Halbinsel fand halt 2017 statt. Ja, da ist schon ordentlich was los und vor allem auch nicht ganz so einfach zu prognostizieren. Zuerst würde ich gerne wissen, warum die Bodenhebung einfach so weitergeht, obwohl es schon mehrere Eruptionen gegeben hat. Klar, es läuft halt einiges rein, aber das ist doch schon ziemlich bemerkenswert. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung der Lage auf der Halbinsel. Die Bodenhebung, die wir ja immer noch haben, obwohl wir jetzt da vor ein paar Tagen den Ausbruch gesehen haben. Ja, der Boden unter Svartsengi, da wo eigentlich der Sil sitzt, beziehungsweise die Magmatasche sitzt, hat sich nicht großartig gesenkt wie bei den beiden vorangegangenen Ereignissen, sondern sie ist eigentlich konstant oben geblieben und steigt auch wieder die Bodenhebung. Ja, woran kann das liegen? Ich bin der Meinung, dass die Magma, die jetzt bei dem letzten Ausbruch dort ausgetreten ist, alte Magma gewesen ist. Entweder ist es Magma gewesen, die von dem Ausbruch von Fraktas Jahr 2021 da noch lag, oder es ist Magma gewesen, die bei dem ersten Ausbruch am 18. Dezember da noch gelegen hat. Es war jetzt keine Magma, die direkt aus der Magmatasche unter Svartsengi rübergegangen ist nach Osten und dort zum Ausbruch gekommen ist. Wie ist das da denn mit dem Druck? Also wo geht das Zeug alles hin? Ja, ich meine, es fließt ja beständig weiter etwas nach und das kann ja auch nicht ewig so weitergehen. Nach meiner Meinung hat sich der Druck in der Magmatasche unter Svartsengi so erhöht und die Deckschicht ist wohl so stabil, dass der Druck rübergegangen ist auf die alten Sils, die dort noch gelegen haben und dann diese alten Sils einfach ausgedrückt hat. Also der Druck hat das Magma nach oben befördert und dann ist halt die alte Magma ausgetreten und hat dann den letzten Ausbruch, den wir gesehen haben, auch mit den drei zerstörten Häusern in Grindavik gesorgt. Nach oben scheint die Deckschicht immer noch zu halten, obwohl die sich jetzt schon zweimal nach oben und unten bewegt hat und eigentlich ja irgendwann auch mal spröde wird und eigentlich nachgeben müsste. Tut sie aber nicht. So, was hat die Magma für eine Chance jetzt? Sie kann ausweichen horizontal, also sprich nach Westen oder nach Osten. Das heißt jetzt im Grunde genommen,
am 10. November haben wir diese Deichbildung gesehen in die alte Bruchzone unter Grindavik. Am 10. November sind 90 Millionen Kubikmeter Magma unter Grindavik in die alte Bruchzone gelangt. Es kam nicht zu einem Ausbruch am 10. November und die Magma liegt ja da oder hat da gelegen. Und der Druck durch das steigende Magma in die Magmatasche unter Svartsengi hat dann jetzt dafür gesorgt, dass die Magma, die da eigentlich am 10. November in diese Bruchzone gelangt ist, jetzt halt zum Ausbruch gekommen ist. Wie viel Magma hat sich da unten eigentlich schon angesammelt? Ich meine, das dürfte ja erheblich mehr sein, als bisher eruptiert wurde, oder? Das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was sich unter der Magmatasche unter Svartsengi befindet. Da liegt natürlich wesentlich mehr und es kommt ja auch nach wie vor Magma nach. Und das ist ja das Problem. Wenn jetzt keine Magma mehr nachkommen würde, ja, dann könnte man der ganzen Sache jetzt ein bisschen locker entgegensehen. Aber dadurch, was wir ja anhand der Beben sehen, wir sehen ja, dass es nach wie vor Beben in 5 bis 7 Kilometer Tiefe gibt, eindeutiger Indikator, für Magma, was nach wie vor aus dem Erdmantel weiter in diese Magmatasche unter Svartsengi fließt. Und solange das nicht aufhört, solange geht das halt immer weiter. Der Grund dafür ist natürlich der Rifting-Prozess, weil der Rifting-Prozess unter der Halbinsel macht Platz für die Magma, die jetzt halt durch den Rifting-Prozess leicht hat aufzusteigen. Und die steigt jetzt halt in die Magmatasche unter Svartsengi auf und hört halt nicht auf. Der Prozess geht nach wie vor weiter. Und irgendwann ist natürlich mal der Punkt erreicht, wo die Magma dann sagt, nö, jetzt ist der Druck mir zu hoch, jetzt muss ich ausbrechen. Ja? Und wir hatten jetzt 2 Ausbrüche, wo halt relativ wenig Magma gefördert wurde. Aber das hat natürlich immer wieder dann auch für eine Druckentlastung gesorgt. Deswegen haben wir auch diese kurzen Ausbrüche nur gesehen. Ja, das Ganze funktioniert wie so ein Überdruckventil. Ja? Wenn der Druck halt zu stark wird, öffnet sich halt ein Deich und dann kommt es zu einer Eruption. Der Druck lässt wieder nach und die Eruption endet. Dann steigt wieder neues Magma auf dem Erdmantel auf in die Magmatasche unter Svartsengi. Der Druck steigt wieder, das Ventil öffnet sich wieder und wir sehen den nächsten Ausbruch. Und das Ganze wiederholt sich halt jetzt ständig. Und aktuell sehe ich da kein Ende. Wie ich eben schon mal erwähnt habe, solange von unten Magma nachkommt, solange wird dieser Prozess nicht enden. Ich hörte davon, dass der Boden in Grindavik nicht mehr sonderlich stabil sein soll. Mich wundert das nicht, aufgrund der ganzen Erdbeben und der Verschiebungen, aber ja, kannst du was dazu sagen? Der Untergrund in Grindavik ist natürlich jetzt extrem instabil. Seit dem 10. November ist er ja immer instabiler geworden. Und ich hatte ja damals schon gesagt, nach dem 10. November, das Ganze sieht jetzt aus wie ein Schweizer Käse. Das Lustige ist, dass meine Äußerung jetzt von einigen YouTubern auch übernommen worden ist. Ja, es ist halt ein Schweizer Käse. Wir haben extrem viele Hohlräume unter Grindavik. Wir hatten ja auch leider den tödlichen Unfall des Arbeiters, der dann in die Spalte gefallen ist und bis jetzt leider immer noch nicht gefunden worden ist. Den wird man wahrscheinlich auch nicht mehr finden. Das Ganze ist jetzt extrem instabil. Ne? Man weiß nicht, wo die Hohlräume sind. Man weiß nicht, wo die Spalten genau sind. Ich hatte jetzt letztens noch ein Video gesehen, wo einer, der vom Rettungsteam einfach in so eine Spalte mit dem Fuß eingebrochen ist. Im Grunde genommen, das ist einfach so, ist Grindavik nicht mehr zu retten. Also man muss sich da jetzt was einfallen lassen. Wir haben jetzt bei Grindavik auch durch den neuen Grabenbruch, der sich gebildet hat, wieder eine Bodensenkung von 1,4 Meter. Man darf ja nicht vergessen, dass Grindavik gerade mal ein paar Meter über dem Meeresspiegel liegt. Das versorgt natürlich für zusätzliche Probleme.
bei den nächsten Sturmfluten, die mit Sicherheit auch kommen werden. Und wir sind noch lange nicht an dem Punkt angekommen, wo Grindavik jetzt aufhört zu sinken. Grindavik wird definitiv weiter sinken. Mit jedem Ausbruch wird Grindavik weiter sinken. Mit jedem Ausbruch werden sich mehr Hohlräume bilden. Mit jedem Ausbruch werden sich mehr Risse bilden. Und dadurch ist nach meiner Meinung Grindavik einfach nicht mehr safe. Also man muss sich da was anderes einfallen lassen, die Leute irgendwie umsiedeln, wie auch immer. Aber man kann ja jetzt auch nicht 10, 20 Jahre warten, bis die Phase da auf der Halbinsel beendet ist. Vielleicht geht sie auch länger. Aber Grindavik ist nach meiner Meinung, wie gesagt, wie so ein Schweizer Käse, wo man ständig mit Hohlräumen rechnen muss, mit Einbrüchen rechnen muss. Dann kommt das Wetter dazu, ja, die ganzen Hohlräume wieder erneut vergrößert. Es gibt da unten in den Rissen gibt es Flüsse drin, wo mehr Wasser drin steht. Das spült alles wieder aus. Die Hohlräume werden größer. Im Grunde genommen fangen die Isländer an, den Spalt zu schließen. Und wenn sie den Spalt mit Material geschlossen haben, dann können sie vorne wieder anfangen, weil die Hohlräume und Risse sich vorne wieder neu gebildet haben. Wie wahrscheinlich wäre eine Spaltenöffnung im Meer, vielleicht vor der Küste Grindaviks oder anliegenden Gebieten? Und vor allem, wie würde die Situation sich dadurch verändern? Ich halte das für durchaus realistisch, dass das noch kommen wird, weil der Grabenbruch geht ja südlich dann auch ein ganzes Stück noch ins Meer hinein. Und dann werden wir natürlich, ja, ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht die Bilder von Iwo Jima. Das war ja der Vulkan, der da in Japan jetzt vor kurzem ausgebrochen ist vor der Küste. Und solche Bilder werden wir dann auch sehen. Wenn man Glück hat und die Eruption oder die Spalte öffnet sich so in, ja, 200 Meter Tiefe, dann sieht man an der Oberfläche nicht viel, weil dann der Druck vom Wasser zu stark ist, dass man oben was Großartiges erlebt, beziehungsweise dass man oben was Großartiges sehen kann. Öffnet sich die Spalte aber so um die 100 Meter Tiefe, 80 Meter Tiefe, dann werden wir das sehen, was wir bei Iwo Jima gesehen haben in Japan. Wie gesagt, Dampfexplosionen, Aschewolke, Aschesäule, 3, 4, 5 Kilometer hoch. Wäre jetzt natürlich für Grindavik ja auch nochmal ja, ein Worst Case. Also, nach meiner Meinung bewegen sich die Ausbrüche aktuell in Richtung Süden. Da ja auch immer wieder Fragen aufkommen, was bedeutet in dem Kontext hier eigentlich explosiver Ausbruch? Also vermutlich doch nur die Gemengelage, dass Magma auf Wasser trifft. Also wir reden ja nicht über einen plinianischen Ausbruch. Das wäre ja eine äußerst seltene Geschichte auf Island. Den werden wir natürlich auf Island nicht sehen, ganz klar. Wir werden Explosionen sehen, Dampfexplosionen sehen, die sich aber im Rahmen halten. Ja, klar wird da Asche gefördert, weil die Explosionen, die zerreißen halt das Magma und das Ganze wandelt sich dann um in Asche, werden Aschenniederschläge haben. Auch wahrscheinlich eine Eruptionssäule von 3, 4 Kilometern Höhe, aber das hält sich alles in Grenzen. Und wenn sich dann im Meer erstmal eine kleine Insel gebildet hat, lässt das Ganze dann auch nach. Und dann werden wir dann auch weniger Explosionen sehen. Und dann bildet sich halt Festland. Und dann haben wir im Grunde genommen wieder eine normale Spalteneruption, wo dann auch wieder Magmaflüsse austreten, die dann das Meer erreichen. Aber selbst dann, wenn die Magma ins Meer eintritt, gibt es keine großen Explosionen mehr. Weil es gibt ja unter der Halbinsel keine große Magmakammer, die jetzt einstürzen könnte, wie zum Beispiel bei Hunga Tonga. Ja, also das ist dort völlig ausgeschlossen. Also ich finde, das ist alles irgendwie ein bisschen unklar. Es gibt viel Magma im Untergrund. Wir haben teilweise große Verschiebungen, dazu Senkungen sowie Hebungen. Das, was an der Oberfläche ankommt, spiegelt aus meiner Sicht nicht das wider, was im Untergrund vor sich geht. Und die Eruptionen werden ja eben ziemlich sicher weitergehen. Was könnte dies bedeuten? Also ob es ein Grindavik oder grundsätzlich für die Halbinsel? Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir in den nächsten 3 Wochen den nächsten Ausbruch sehen werden. Weil irgendwann in den nächsten 3 Wochen ist der Druck unter Svartsengi wieder
so stark gestiegen, dass die Magma zwangsläufig wieder ausbrechen möchte und ausbrechen wird. Die Wann-Frage ist eigentlich relativ klar, innerhalb der nächsten Wochen. Ich sage jetzt mal 3. Die Frage ist eigentlich, wo bricht sie aus? So, und da haben wir natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1, sie bricht jetzt selbst unter Swazengi aus. Also sprich, irgendwo im Bereich der Blauen Lagune, irgendwo im Bereich des Kraftwerkes, weil die Deckschicht jetzt mittlerweile so spröde und marode geworden ist, dass das Magma jetzt direkt aufsteigen kann. Möglichkeit Nummer 2, wir sehen wieder einen Ausbruch nördlich von Grindavik, dort wo wir den vorletzten Ausbruch hatten. Vielleicht irgendwo dazwischen, vielleicht etwas weiter nördlich. Auch die Eruption kann natürlich sich auch weiter nach Norden bewegen. Wie gesagt, der Grabenbruch ist 15 Kilometer lang. Möglichkeit 3, wir sehen einen Ausbruch an derselben Stelle wie der letzte Ausbruch. Irgendwo da in der Gegend, ich sag mal in der Nähe von dem Gewächshaus. Was übrigens das Ganze überlebt hat. Also das Gewächshaus gibt es noch. Und das ist auch sehr wichtig, dass es das Gewächshaus noch gibt, weil ich habe jetzt gehört, dass in dem Gewächshaus Gerste angebaut wird. Das nimmt man ja zur Bierherstellung. Und das wäre ja eine Katastrophe, wenn dieses Gewächshaus jetzt weg wäre. Und die vierte Möglichkeit wäre dann halt ein Ausbruch im Meer vor der Küste von Grindavik im Hafen. Ja, das wäre dann die vierte Möglichkeit. An dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal sagen, dass das wirklich meine persönliche Einschätzung ist. Ich bin kein Wissenschaftler, ich habe das Ganze auch nur angelesen und angearbeitet und wünsche euch an dieser Stelle ganz, ganz viele Grüße aus dem verschneiten Köln, weil Köln hat mittlerweile 12 Zentimeter und ganz selten vor. Danke, Mike, für das Mitteilen deiner Ideen und Gedanken zu dem Thema. Je tiefer man in die Materie einsteigt, desto umfangreicher und komplexer wird es. Diese ganzen Vorgänge im Untergrund und was alles zusammenkommen muss, damit zum Beispiel eine Eruption stattfinden kann, sind beachtlich. Danke, dass du da warst und schöne Grüße. In diesem Sinne, einen schönen Abend und mardet jod, us gölle. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Abo auf YouTube da. Hab noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.